Bevor das Video beginnt, noch kurze Werbung für meinen Partner Displayed. Dort gibt es nämlich eine Rabattaktion bis einschließlich morgen, bei der ihr bei einer Bestellung von einem Displayed bereits 22% Rabatt bekommt und bei zwei oder mehr sogar 33%. Die Auswahl ist riesengroß, die Metallposter sind per Magnet super einfach an der Wand anzubringen und das Beste ist, dass ihr über den ersten Link unten in der Beschreibung den Rabatt automatisch im Warenkorb schon habt. Also Leute, checkt den ersten Link in der Beschreibung aus und holt euch noch heute eure Displayed. Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf dem Kanal zur nächsten Karriererettung. Das erste Video mit Julian Draxler hat euch ja richtig gut gefallen. Deswegen geht's heute also die nächste Rettungsaktion, nämlich mit Jan Fiete ab. Denn so schnell wie die Karriere des mittlerweile 22-Jährigen nach oben schoss, so schnell ist sie aber auch wieder nach unten gekracht. In den U-Mannschaften alles zerschossen. Innerhalb seiner ersten drei Spiele für den Profis dann auch noch zwei Treffer erzielt. Den allerersten HSV-Bundesliga-Abstieg konnte er dann auch nicht verhindern. Jedoch spielte er in der allerersten Zweitligasaison für den HSV keine wirklich großartige Rolle bei den Profis und spielte sogar teilweise eher in der Regionalliga bei den Amateuren. Jetzt könnte man meinen, für so ein großes Talent wäre ja der nächste sinnvolle Schritt eine Leihe. Nicht aber für Jan Fiete ab und seinen Berater, denn die ging daraufhin zum FC Bayern. Und nun drei Jahre nachdem also Jan Fiete ab bei Bayern unter Vertrag steht, reden wir diesen Sommer davon, dass dieser noch bestehende Vertrag aufgelöst werden soll. Und an der Stelle kommen natürlich wie immer wir ins Spiel und wollen also gucken, was wir noch in der Karriere retten können. Von Jan Fiete ab vom jetzigen Zeitpunkt an. Wir machen ihn also nicht jünger, er hat nicht mehr Potenzial oder so, sondern wir starten von hier und jetzt. Vergesst ihr den Daumen nach oben nicht, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen, Kommentar für den Algorithmus oder gerne auch mit Vorschlägen für weitere Spieler, mit denen ihr solche Karriererettungen sehen wollt. Like gerne Vorschläge hoch. Und jetzt aber würde ich sagen, habe ich genug rumgelabert. Wir legen los, Karriererettung mit Jan Fiete ab. Und da wir den noch jungen 21-Jährigen zum Start der Karriere ab, hat eine Gesamtstärke von 66 und ein Potenzial von, haltet euch fest, 75. Ich habe mal gerade aus Interesse nachgeguckt und es ist schon wirklich krass, wenn man bedenkt, dass seine ersten Werte in FIFA 18, wo er gerade neu ins Spiel reingekommen ist, eine 69er Gesamtstärke waren und ein Potenzial von 89. Der erste Schritt liegt, denke ich mal, auf der Hand. Wir müssen den FC Bayern mit Jan Fiete ab verlassen. Es geht in die österreichische Bundesliga zu Austria Klagenfurt für 3 Millionen Euro. Ist auch eine stolze Summe für so ein, ja, gescheitertes Talent wie Jan Fiete ab. Aber hoffentlich ist das genau der richtige Schritt. Eine Mannschaft, eine relativ kleine Liga, wo er unbeschwert spielen kann, wo er Stammspieler ist, wo das Team eben auf ihn setzt und wo er sich hoffentlich wieder rehabilitieren kann, gut entwickeln kann und ja, an Gesamtstärke und vor allen Dingen an Potenzial gewinnt. Und wie schon gerade eben erwähnt, Jan Fiete ab kriegt also das Vertrauen in der Doppelspitze, Stammspieler, Timothy Anderson im rechten Mittelfeld, auch ein ehemaliger Kollege von sich, den er hier also wieder trifft und jetzt liegt es also nur noch an ihm. Er kriegt die Spielzeit, natürlich die Liga ist nicht die beste, die Mannschaft in der Liga selber auch gehört definitiv eher zu den schlechteren mit Austria Klagenfurt, aber es ist die Möglichkeit, sich endlich wieder zu beweisen. Damit sind wir also zum Ende der ersten Saison angekommen. Wie ihr schon merkt, kein Ballon d'Or-Sieger, kein Team of the Year. Liegt einfach nur daran, gerade die ersten Team of the Years und Ballon d'Or sind eh immer gleich. Und mit Jan Fiete ab haben wir eh noch so viel zu tun. Er ist noch so dermaßen weit entfernt vom Ballon d'Or oder Team of the Year, dass ich da jetzt erstmal keinen Wert drauf lege. Damit also zu den Ergebnissen. Wir kommen als erstes zu den Playoffs, die es irgendwie hier nach der regulären Saison gibt, wo wir Zehnter geworden sind. Und in den Playoffs sind wir dann, ja, Vierter von Sechs geworden. Also Drittletzter. Ja, könnte besser sein auf jeden Fall. Immerhin bis ins Pokalviertelfinale gekommen. Da sind wir aber leider mit 2:1 gegen Sturm Graz ausgeschieden. Ich sehe auch gar nicht hier irgendwie RB Salzburg. Also eigentlich ist das Jahr bestimmt, um den Pokal zu gewinnen. Nun also zur ersten Saison von Jan Fiete ab. Und er ist tatsächlich mit bester Scorer. 8 Tore, 2 Vorlagen. Jetzt natürlich nicht bahnbrechend. Da gibt es definitiv schon bessere erste Saisons, die wir hatten. Aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. 3 Gesamtstärken gewonnen von 66, also auf 69. Sein Potenzial ebenfalls plus 3 von 75 auf 78. Und da hat er immerhin schon mal die ersten 10 Scorer, 23 Spiele. Könnte natürlich mehr sein. 33 hat der Sturmpartner gemacht. Aber gut, es gab, glaube ich, auch noch den ein oder anderen weiteren Stürmer hier bei Austria Klagenfurt, aber es ist auf alle Fälle ein erster solider Start für die Karriere von Jan Fiete ab. Für diese Karriererettung vor allem. Seine Leistungen blieben in der Liga aber natürlich nicht unbemerkt und so schlug also in der darauffolgenden Sommertransferphase Sturm Graz zu für 1,8 Millionen und einen Stürmer im Tausch noch, auch ein relativ talentierter Junge, holen sich also die Grazer, sagt man das so? Holt sich auf alle Fälle Sturm Graz Jan Fiete ab mit ins Boot. Jan Fiete ab wird besser und die Mannschaft um ihn rum auf alle Fälle ebenfalls. Also wenn ich das vergleiche mit dem, was wir gerade bei Austria Klagenfurt noch hatten, dann ist das hier schon eine ganz neue Welt. Dann ist das gefühlte Champions League, was diese Mannschaft hier ist. Nur fast 70er Gesamtstärken, sogar eine 75, eine 73. Also das ist schon echt mehr als so stabil. Also ich glaube, auch in der Liga haben wir vielleicht sogar relativ gute Chancen, irgendwas zu reißen.
Damit jetzt also angekommen im Juni 2023 zum Ende der zweiten Saison. Ich bin gespannt, wie es also lief. Neuer Verein, Sturm Graz, Jan Fiete ab. Vielleicht eine bessere Saison, mehr Tore, mehr Gesamtstärke gewonnen, mehr Potenzial, vielleicht auch Titel gewonnen. Wir werden es sehen. Oh yeah, Baby. Der allererste Titel eingesackt in der zweiten Saison mit Sturm Graz. Also es war die richtige Entscheidung. In der Meisterschaftsrunde Erster geworden vor RB Leipzig, vor Austria und Rapid Wien. Und damit also auch der allererste Titel nach wahrscheinlich, weiß ich nicht wie vielen Jahren, für Jan Fiete ab. Klar, er hat vielleicht so einen Alibi-Titel mal bei Bayern gewonnen, aber wir reden von richtigen Titeln, wo er einen Beitrag dazu auch geleistet hat. Und das hat er hier hoffentlich, also ich hoffe es mal, getan. Och Mann, ey, es hätte sogar das österreichische Double sein können, das Nationale, aber wir verlieren im Pokalfinale gegen LASK Linz mit 2:1. Ganz, ganz bittere Pille. In der Conference League Vorrunde waren wir ebenfalls, gut, da sind wir wirklich sehr unglücklich, gegen Lazio Rom mit 4:3 im Elfmeterschießen ausgeschieden. Also da könnte man auch schon mehr auf die Fresse kriegen, aber es tut im Endeffekt letztendlich auch irgendwo weh. Das sehen meine Augen doch gerne. Sturm Graz, der Wechsel war eine absolute Bereicherung für Jan Fiete ab. 42 Spiele hat er gemacht, mit unter anderem die meisten. In diesen 42 Spielen kommt er auf 16 Tore und 2 Vorlagen, 18 Scorer, also steigert sich auch nochmal ziemlich gut im Vergleich zu seiner ersten Saison, genauso auch in der Gesamtstärke. Plus 5, also von 69 auf 74 und zu guter Letzt auch sein Potenzial. Plus 5 sogar von 78 auf 82. Also wir sind sogar endlich mal wieder im 80er-Bereich angekommen, was das Potenzial von Jan Fiete Arp angeht. Sturm Graz sieht jetzt aber für die neue Saison massigen Profit in Jan Fiete ab. Auch ein bisschen verständlich, man spielt Champions League bzw. mindestens Europa League. Da muss man den Kader natürlich auch ein bisschen upgraden. Und 13,5 Millionen von Fenerbahce Istanbul aus der Super League, das ist Geld, das kann Sturm Graz mehr als nur gebrauchen. Die nehmen das Angebot dementsprechend an und der neue Verein für Jan Fiete ab ist gefunden. Es geht in die Super League, in die Türkei, zu Fenerbahce. Und da haben wir also die Nachricht, ab ist verkauft, der Deal ist in trockenen Tüchern, 14,5 Millionen zahlte Fenerbahce. Am Ende 10 Millionen Euro erhält Sturm Graz dafür alleine an Transferbudget und da kann ich diesen Verkauf irgendwo auch schon verstehen. Fenerbahce hat jetzt natürlich auch seinen neuen Trainer gefunden. I am Jose Mourinho. Und da haben wir ihn jetzt also, Jan Fiete Arpidio im Sturm von Fenerbahce. Er wird die Super League hoffentlich rocken. Es ist, glaube ich, vom Niveau her auch ein relativ interessanter Schritt. 75er Gesamtstärke. Mit dem Potenzial, was er hat, könnte er sich da echt gut entwickeln. Echt gute Scorer, Tore sammeln. Fenerbahce ja auch ein Top-Club hier in der Türkei in der Super League. Ich hoffe, es wird sich als richtiger Schritt entpuppen. Die dritte Saison, der dritte Verein mittlerweile nach Austria Klagenfurt bzw. noch Bayern. Davor Sturm Graz, jetzt also Fenerbahce. Ich bin gespannt, Juni 2024. Wir blicken auf die Endergebnisse, die Saison, wie es für Fenerbahce lief, aber vor allem natürlich auch, wie es für Jan Fiete Arp lief. Oh Junge, das war mal eine Schlachtung hier in der Super League. Wir sind einfach mit, ja, fast 20 Punkten, 19 um genau zu sein, Punkten Meister geworden, vor Beşiktaş, dahinter dann Trabzonspor, Galatasaray auf der 4 und wir holen also den zweiten Meistertitel in Folge im zweiten Land nach Österreich, jetzt also auch die Türkei. Und nicht nur das, denn auch im Elfmeterschießen im türkischen Pokal setzen wir uns durch. 4:3 am Ende gegen Trabzonspor und damit das nationale Double. Dieses Mal also gewonnen mit Sturm Graz, hat es ganz knapp nicht geklappt. Jetzt aber das nationale Double in der Türkei mit Fenerbahce. Nun also zu Arp. Er hatte eine wirklich gute Saison, würde ich meinen. 42 Spiele wieder gemacht, das ist natürlich das Wichtigste. Spielzeit sammeln jetzt auch in der Liga, wo man mehr Spiele macht als in Österreich davor. Und in diesen 42 Spielen kommt er auf 16 Tore und 6 Vorlagen. Damit ist er, wenn mich nicht alles täuscht und meine Mathe korrekt liegt, der zweitbeste Scorer, einen vor Mesut Özil. Seine Gesamtstärke ist um 4 gestiegen, gut in der Sommerpause von 74 auf 75. Jetzt in der Saison aber auch nochmal plus 3, heißt also von 74 auf 78 und sein Potenzial von 82, wo wir es mittlerweile raufbekommen haben, auf 84. Dieses Mal gibt es aber keinen vierten Wechsel in der vierten Saison für Arp. Er bleibt ein zweites Jahr in der Türkei bei Fenerbahce. Willkommen zum Ende der vierten Saison im Juni 2025. Es ist zuerst eine weitere Meisterschaft. Super, super dominante. Wieder mal eine einzige Niederlage, sogar nur 20 Punkte Vorsprung am Ende vorm Stadtrivalen, vor Galatasaray, Beşiktaş sogar noch weiter dahinter. Dafür dann aber im türkischen Pokal ein bisschen verkackt, im Viertelfinale 2:3 verloren gegen Gaziantep. Ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare, die mich übelst auslachen werden für meine Aussprache.
In der Champions League übel stabil, einfach mal bis ins Viertelfinale gekommen. Ich glaube, das müsste ein neuer Rekord sogar sein für türkische Mannschaften in der Champions League oder mit der Rekord. Ich glaube, Viertelfinale, was krasseres, hatten die türkischen Vereine leider noch nicht erreicht in der Champions League. Aber wir haben das Ganze hier gepackt, sind aber auch leider dann flöten, oder was heißt flöten, sind baden gegangen, wollte ich eher sagen, gegen Neapel mit 5:2 im Gesamtergebnis. Genau sowas brauche ich von dir, Junge. Genau sowas brauche ich. Ab mit 52 Einsätzen, 29 Tore und 4 Vorlagen. Klar, 28 Tore davon nur in der Liga. In der Champions League nur ein einziges Tor erzielt. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Aber ansonsten 4 Gesamtstärken gewonnen. 25 Jahre ist er mittlerweile alt, auf eine 82er Gesamtstärke gestiegen. Und vom Potenzial her von 84 auf 86. Vielleicht ist es ja jetzt an der Zeit, den nächsten Schritt zu wagen, nachdem er jetzt wirklich die Super League, kann man sagen, zerschossen hat, in eine wieder bessere Liga zu wechseln, in eine Top-5-Liga zu wechseln und sich da also erneut unter Beweis zu stellen. Ladies and Gentlemen, wir haben den neuen Verein gefunden. Es ist Bayer 04 Leverkusen, die also Jan Fiete ab zurück nach Deutschland in die Bundesliga holen. Sardar Azmoun sogar noch im Tausch, 30 Millionen obendrauf. Der Vertrag von Ab lief aus. Bayer 04 Leverkusen schlug zu. Ich fühle mich gerade so, als würde ich hier irgendwie einen Rap machen oder Rhymes und alles cool. Yeah, let's go! Wie dumm willst du sein, Dennis? Ja. Natürlich wurde Ab nicht verpflichtet, um auf der Bank rumzusitzen. Er ist als Stammspieler hier in diesem 4-3-3 gesetzt und die Mannschaft sieht richtig wild aus. Also fast auch komplett erneuert. Also eigentlich komplett erneuert, außer Palacios und Diaby, kann man sagen. Wir haben Onana, Mancini, Saliba, Tomiyasu, Kagreb. Ja, okay, Palacios hatte ich ja gerade erwähnt. Jorginho, Zygankov und eben Jan Fiete Ab jetzt im Sturm. Das Ende der fünfte Saison. Ich komme schon komplett durcheinander mit den Zahlen. Das Ende der fünften Saison, Juni 2026. Wir blicken also darauf, wie es für Leverkusen lief, aber vor allen Dingen natürlich auch, wie es für Ab jetzt zurück bei seinem zweiten Anlauf in Deutschland lief. In der Bundesliga leider Gottes nur Dritter geworden, auch ganz, ganz knappe Geschichte gewesen mit Leipzig 2 Punkte vor uns und Bayern als Vierter hinter uns punktgleich. Dortmund aber eine absolute Macht mit Haaland auch vorne im Sturm, der den Verein ja hier im Karrieremodus nie verlässt. 78 Punkte und damit sind die Meister und wir halt nicht. In Runde 2 dann auch Leipzig als Gegner im Pokal zu haben, geht bestimmt einfacher, kann man auch mal 2-1 verlieren, wenn man ehrlich ist. In der Champions League sogar bis ins Viertelfinale auch wieder gekommen, nachdem wir ja mit Fenerbahce das gleiche im Jahr zuvor geschafft haben. Manchester United war da der Gegner. Auch hier kannst du halt mal 3:2 verlieren. Also ich glaube, unsere Mannschaft ist zwar schon stark, aber die von Man United und gerade auch mit den Mitteln, die sie haben, ist halt besser. Zurück also in Deutschland, zurück in einer Top-5-Liga. Läuft es hier in der ersten Saison doch ziemlich gut, würde ich meinen. 45 Spiele für Ape, 22 Tore, 6 Vorlagen, damit auch mit Topscorer oder nee, der Topscorer, auf alle Fälle der Topscorer. Also da kommt keiner ran. In der Gesamtstärke sein Potenzial quasi erreicht von 86, denn er steigt von 82 auf 86, wie schon gerade eben erwähnt. Aber das Potenzial steigt ebenfalls von 86 jetzt auf 89. Also ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig. Ab mittlerweile 26 Jahre alt. 3-4 Jahre, denke ich mal, haben wir hier bestimmt noch. Zur sechsten Saison bleiben wir natürlich treu hier bei Leverkusen. Es kamen ein paar neue Spieler dazu, ein paar sind gegangen. Diaby unter anderem einer von denen in der Innenverteidigung. Ndicka neu dazugekommen, genauso wie Camavinga im Mittelfeld und Sinisterra im linken Flügel. Juni 2027, die sechste Saison ist damit jetzt also auch Geschichte und wir blicken also drauf, wie es lief für Ab, für Leverkusen, wurden Titel gewonnen, wurden krasse Scorer erzielt, das und vieles mehr schauen wir uns jetzt an. Genau von solchen Saisons kommt das Vizekusen, wir werden nämlich Vizemeister, indem wir ein einziges Mal nur verlieren, aber 15 verfickte Male unentschieden spielen, nur 15 Mal. Wir haben alleine so viel unentschieden gespielt wie Bayern und Dortmund zusammen. Junge, wie kann das bitte sein? Wie kannst du nur ein einziges Mal in einer Saison verlieren und nicht Meister werden? Junge, das ist die größte Vizekusen-Saison, die es überhaupt gibt. Ach komm, Digga. Viertelfinale Gladbach 2:3 verloren. Junge, guckt, wer noch im Wettbewerb war. Es war wahrscheinlich auch der einzige gute Gegner. Und dann verlieren wir auch noch gegen den. Oh, diese Schmerzen. In der Champions League Achtelfinalgegner war der FC Liverpool. Und da kannst du halt auch 4:2 verlieren. Schmerzt zwar ziemlich doll, aber ja. So ist das halt. Immerhin geht es für Ab weiterhin bergauf. Wir haben jetzt tatsächlich sein 89er Potenzial aus FIFA 18 erreicht. Er kommt also von einer 86 auf eine 89er Gesamtstärke. Sein Potenzial von 89 auf 91. Topscorer war er nicht. Das war Zygankov mit wirklich großem Abstand, wenn ich mir das so angucke. 45 Scorer. Ab kam auf 29.
28, damit die zweitmeisten und 24 Tore, 5 Vorlagen, würde ich mal sagen, ist auch nicht so verkehrt. Vor allen Dingen auch mal endlich Tore in der Champions League gemacht und nicht nur ein einziges. Wir bleiben dran, Freunde. Juni 2028, die dritte Saison jetzt also bei der Werksafe, bei Bayer 04 Leverkusen. Ich bin gespannt, wie es lief, ob wir jetzt endlich mal auch den ersten Titel vielleicht gewinnen könnten, weil die Mannschaft ist schon echt ziemlich wild, ab ist übelst gut. Was muss denn jetzt noch passieren? Ach komm, Leute, ich habe keinen Bock mehr. 72 Punkte, wieder 2 hinter Dortmund, wieder mal Vizekusen. Och Mann, ey. Immerhin muss man sagen, dafür dann im Pokalfinale, im DFB-Pokal, kurzen Prozess mit Dortmund gemacht, 3:0 gewonnen, Pokalsieger geworden, endlich den allerersten Titel nach 3 Saisons mitgenommen. Ja, was soll ich sagen? Ist halt schon irgendwo enttäuschend, aber nehme ich mit. Genauso wie ich auch 2 Jahre in Folge im Achtelfinale gegen Liverpool in der Champions League ausscheiden, auch mitnehme. Dieses Mal im Elfmeterschießen sogar. Ja, und irgendwie ist jetzt auch bei Arp so ein bisschen die Luft raus, muss ich sagen. Vielleicht ist das ja auch irgendwo so das Limit. 90er Gesamtstärke, Potenzial bleibt bei 91, 12 magere Tore und 2 Vorlagen in 47 Spielen. Das tut schon echt weh. Jetzt gewinnt der Verein auch endlich mal eine Trophäe, endlich mal wieder einen Titel, einen Pokal, in dem Fall den DFB-Pokal. Und Jan-Fiete Arp hat einfach genauso viel dazu beigetragen wie Kamavinga oder Vitinha, zentrale Mittelfeldspieler, obwohl er sogar viel spielt. Also, ich weiß nicht, ob die Flügel einfach da viel zu viel übernommen haben. Sieht man ja mit den Scorern von Zygankov und Pulisic, der neu dazugekommen ist. Aber das war's echt nicht für Jan-Fiete Arp, der mittlerweile 28 Jahre alt ist. Also so viel Zeit haben wir hier auch nicht mehr. Einen letzten dicken Wechsel muss es natürlich auch noch irgendwie geben in dem Video. Und es ist der FC Barcelona, der sich also die Dienste von Jan-Fiete absichert für 130 Millionen. Er lässt sich auch wirklich einiges kosten, ist das aber vielleicht auch wert mit seinem Potenzial. Er ist ja auch noch nicht der Älteste, also noch keine 30 oder älter. Mit 28 ist da vielleicht auch noch ein bisschen was an Entwicklungspotenzial drin. Und jetzt ist also die Frage, ob er dieses beim FC Barcelona entfalten kann und vielleicht ja auch noch innerhalb der nächsten Saison den Ballon d'Or gewinnt oder am Team of the Year vorkommt, das gilt es jetzt herauszufinden. Das hier ist die Mannschaft von Barcelona. Wenn ich mir das Ganze so angucke, natürlich eben wahrscheinlich dieses eine kleine bisschen besser als die Truppe von Leverkusen, weil wir hier eben auch wirklich Gesamtstärken haben, die an die 90 grenzen oder sogar über die 90 jetzt eben schon sind, wie bei De Jong oder eben so Leute wie Fati bei der 90, Torres, Hernandez als Linksverteidiger, Konaté, Araujo, ist schon echt eine wilde Truppe hier. Ach ja, und bevor ich es vergesse, EM 2028, Jan-Fiete Arp feiert sein Debüt in der Nationalmannschaft, ist jetzt also endlich mit seiner Gesamtstärke da angekommen, wo er wahrscheinlich immer sein wollte. Nationalmannschaft, deutsche Nationalmannschaft, und er gewinnt sogar in seinem ersten Anlauf die Europameisterschaft im Finale hier mit Deutschland, 5:4 im Elfmeterschießen gegen Frankreich. Und ich sag mal so, 6 Spiele, 2 Tore, eine Vorlage beigesteuert, könnte definitiv schlechter sein. Also damit kann ich mehr als nur gut leben. Und da sind wir jetzt also angekommen. Juni 2029, das Ende der 8. Saison hier beim FC Barcelona. Der 5. Verein, wenn mich nicht alles täuscht, mittlerweile hier in diesem Video. Und jetzt ist die Frage, wie es also in Spanien für Arp läuft. Oh, perfekt. Meister werden wir schon mal nicht. Wieder mal nur Vizemeister. Man kennt es aus den Leverkusen-Zeiten. Betis Sevilla wird Meister in Spanien. Vor uns, vor Valencia, vor Real, vor Atletico. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich weiß nicht, wer bei Betis Sevilla spielt, dass sie so gut sind. Ein großes Trostpflaster dafür ist aber der Fakt, dass wir die Champions League gewonnen haben. Der allererste Henkelpot für Jan-Fiete Arp im Finale. 1:0 gewonnen gegen Borussia Dortmund. Und damit auch wahrscheinlich nach etlicher Zeit hier in dieser Karriere für den FC Barcelona die Champions League gewonnen. Im allerersten Jahr von Jan-Fiete Arp. Das muss ja vielleicht auch was heißen. Arp ist mittlerweile 29 Jahre alt. Passenderweise dazu hat er auch 29 Scorer in dieser 8. Saison erzielt. In 51 Spielen. Vor allen Dingen ist aber anzumerken, dass seine Gesamtstärke jetzt nochmal gestiegen ist von 90 auf 92. Und sein Potenzial ebenfalls von 91 logischerweise auf 92. Gerade die Scorer, finde ich, sehen viel besser aus. Klar, in der Liga in Anführungszeichen nur 16 Scorer gemacht, 12 Tore, 4 Vorlagen. Dafür aber auch in der Champions League 8 Tore und 2 Vorlagen, was richtig stabil ist. Ich meine, wir hatten auch Jahre dabei, wo er 2 oder 3 Tore gerade mal in der Champions League gemacht hat. Nun also angekommen in der 9. Saison und tatsächlich steht Arp zur Auswahl für den Ballon d'Or. Er ist unter den Top 4 neben Ferran Torres, Mbappé und Kai Havertz. Und ich denke mal, näher wird der Mann jetzt mit 30 Jahren mittlerweile auch nicht rankommen an den Weltfußballerpreis. Und da haben wir jetzt also den Ballon d'Or-Sieger und es ist leider, leider, leider nicht Jan-Fiete Arp geworden. Es ist Ferran Torres, unser Barcelona-Teamkollege, der auch eine mehr als so stabile Saison hatte in der Vergangenheit.
vergangenen Saison mit ja, dem Champions League-Sieg unter anderem. Da hat er, glaube ich, sogar mehr Scorer oder ich glaube 2-3 waren es auch nur Scorer mehr als eben Arp. Und ja, mal gucken, wie auch diese Saison läuft. Das ist, glaube ich, auch immer so ein Faktor, der damit reinzählt, wie die aktuelle Saison, wo der Ballon d'Or vergeben wird, eben aussieht. Da müssen wir eben gucken, wie das Ganze für Arp lief. Da haben wir es ja auch wieder, dass Arp jetzt nicht mal im Team of the Year 2029 am Start ist. Ultra viele Barca-Kollegen sind da. Im Sturm aber Haaland, der nicht mal zum Ballon d'Or nominiert war. Also wenn er wenigstens Mbappé oder Havertz drin gewesen wäre neben Ferran Torres. Aber nee, es ist Erling Haaland aus nichts, nicht mal zum Ballon d'Or nominiert gewesen, aber im Team of the Year mit drin. Juni 2023, ich habe beschlossen, es wird die letzte Saison sein. Ich glaube, näher an den Ballon d'Or wird Jan-Vieter Arp nicht rankommen und seine Karriere ist, würde ich auch mal behaupten, mehr als nur gerettet. Zur Liga will ich gar nichts sagen, wir sind einfach nur Vierter geworden. Es war zwar relativ eng, gerade zwischen uns, Villarreal und Real Madrid, die auf 2 und 3 vor uns sind, aber ja, es ist am Ende nur der vierte Platz. 10 Punkte hinter Meister, hinter Atletico Madrid, woher auch immer die wieder gekommen sind, letztes Jahr Sechster geworden. Betis Sevilla wird dieses Jahr nur Siebter, ich verstehe hier gar nichts. Oh, eine Barcelona-Derby im Pokalfinale gab es, im Copa de España, was wir aber auch mit 4-2 gewinnen konnten und damit in dieser letzten Saison dieser Karriererettung mit Arp sogar noch einen weiteren Titel in unsere Sammlung packen. Gilt aber nicht für die Champions League, da hätte es das perfekte Klassico-Finale geben können, aber wir haben uns leider schlagen lassen im Halbfinale vom AC Mailand mit 5-3. Bittere Pille für so ein Traumfinale, machst du nichts, leider Gottes, Champions League haben wir ein Jahr davor schon gewonnen, also ja, geht auf jeden Fall schlimmer. Ob die Saison jetzt aber von Jan-Vieter Arp hätte schlechter laufen können, das weiß ich nicht. 59 Spiele, 14 Tore gerade mal, 4 Vorlagen. Also ich glaube, wir sind hier definitiv bei einem guten Ende angekommen, weil schlechter wird es, glaube ich, nicht. Oder ja, wenn es noch schlechter wird, dann wird es nur noch peinlich. Und ja, 93er Gesamtstärke, 30 Jahre alt mittlerweile, aber ja, so wirklich ein Weltspieler, finde ich, haben wir hier nicht. Vielleicht war er hier und da mal Weltklasse, Jan-Vieter Arp, über diese ja, Karrieresimulation, 9 Saisons mittlerweile. Aber so richtig zum Ballon d'Or in diese Richtung bewegt haben wir ihn nicht, außer ein Jahr. Und da war er auch, glaube ich, relativ weit entfernt von nicht im Team of the Year oder sonst was gewesen. Aber gut, ich würde mal sagen, das Hauptziel dieses Videos, nämlich die Karriere von Arp zu retten, das haben wir geschafft, denn ja, von 75 Potenzial zu 93er Gesamtstärke ist auf jeden Fall schon ein massiver Schritt. Und das sind die Werte von Arp zum Ende der Karriere. 99 Tempo, 92 Schießen, 64 Passen in klassischer Stürmermanier, wobei sein kurzer Passwert sogar bei 99 liegt. Also ja, okay, langer Pass 32, muss los. 90 Dribbling, 22 Verteidigung, also den sollte man mit gar keinen Verteidigungsaufgaben hier irgendwie belasten. Und zu guter Letzt 77 Physis, 94 Ausdauer, 88 Stärke, also ein bisschen an Muckis und so weiter hat der Mann auch zugelegt. Damit sind wir also angekommen zum Ende dieser Karrieresimulation zur Karriererettung mit Jan-Vieter Arp. Ich bin froh, gleich diesen Namen nicht mehr sagen zu müssen. Kommen wir also zum Ende der Karrieresimulation, zum Endscreen mit Jan-Vieter Arp. Die Karriere wurde mehr als nur gerettet, würde ich mal meinen. Wir sind mit einer 66er Gesamtstärke gestartet und einem Potenzial von 75 und enden also in einem Alter von 30 Jahren bei einer 93er Gesamtstärke und einem Potenzial ebenfalls von 93. Innerhalb von 9 Saisons kam der Mann insgesamt auf 163 Tore und in klassischer Stürmer kann nichts am Ball großartig außer knipsen Type Manier haben wir auch nur 38 Vorlagen in 9 Saisons. Insgesamt wurden abseits von Spielern, die noch mit reingegeben wurden, in Deals 179,4 Millionen Euro für Jan-Vieter Arp bezahlt. Es ging von Bayern zu Austria Klagenfurt, von Klagenfurt dann innerhalb Österreichs zu Graz, von Graz dann zu Fenerbahce, dann zu Bayern für Leverkusen, zurück nach Deutschland und zu guter Letzt noch als richtiger Top-Top-Top-Club eine Station in Spanien, zu guter Letzt nämlich beim FC Barcelona. Wir haben zwar nicht den Ballon d'Or gewonnen, doch wir waren aber immerhin ein einziges Mal im Ballon d'Or näher. Er war unter den Top 4 zusammen mit einem Mbappé, zusammen mit Ferran Torres, zusammen mit Kai Havertz. Gewonnen hat er ihn nicht am Ende. Genauso wenig, wie er auch nicht im Team of the Year gelandet ist. Das war aber auch echt eine absolute Frechheit. Trotz alledem würde ich, wie gesagt, sagen, Karriere gerettet. Er ist ein absoluter Topspieler. Wie gesagt, so dieses Ding zu wirklich die Weltspieler, so Mbappé, Haaland oder wen man auch immer nennen kann für so ein Karriereding oder für die Zukunft allgemein, ist er leider, finde ich, nicht geworden. Aber dafür halt, die Gesamtstärke ist wild. Er hatte krasse Saisons, er hat krasse Titel gewonnen. Ach ja, bevor ich es vergesse, 7 Titel insgesamt gewonnen, beziehungsweise 8 auch noch mit der Nationalmannschaft, die Europameisterschaft da im Finale gegen Frankreich gewonnen. Unter anderem dabei mehrere Pokale, kein Ligatitel aus einer Top-Liga leider dabei, weder aus Deutschland noch aus Spanien, dafür aber in Österreich und in, ja, der Türkei. Da haben wir auch unter anderem Pokale gewonnen, in der Türkei, in Deutschland, in Spanien und beim FC Barcelona beim Großen dann zu guter Letzt auch noch die Champions League gewonnen. In dem Sinne, das soll es also an der Stelle gewesen sein. Von der heutigen Karrieresimulation mit
mit Jan Fiete ab, Karriererettung. Wenn euch diese Art von Format gefällt, sucht eine andere Art von Karrieresimulation, wo wir eben versuchen, jetzige Karriere noch irgendwie so gut es geht zu retten, dann lasst mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben, für euch nur ein kleiner Klick. Ansonsten Kommentar für den Algorithmus oder gerne auch mit Vorschlägen für weitere Spieler, die ihr sehen wollt. Like gerne Vorschläge hoch, Abo, Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Davon wird es jetzt auch wieder mehr geben. Versprochen, Leute, hier ein großes Indianer-Ehrenwort. Wir sehen uns auf alle Fälle in alter Frische wieder bei neuen Videos. Haut rein und ciao.